Okay, jetzt genau dasselbe Spielchen. Nur jetzt seid ihr eigentlich immer weit auseinandergegangen und jetzt machen wir wirklich Tiki-Taka, indem ihr eigentlich es eng macht. Ne? Tick, 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 zwei, dreimal, dann haut er den Ball rüber und dann macht er Positionswechsel. Aber wichtig ist, dass es gut aussieht, nicht einfach, dass ihr einen Meter auseinander steht. Und wichtig ist, nach jedem Passspiel, dass ihr euch eben kurz dahin bewegt. Das ist Drecksarbeit, das ist eklig, ich weiß das, aber darum bin ich Trainer geworden, ihr seid Spieler. Ja, also immer diesen hier machen, ganz kurz, nicht so, weil dann verlierst du den Ball. Aber jetzt Tiki-Taka, ein, zwei, dreimal, aufpassen aufs Hütchen, tick, tick, tick und jetzt rüber den Ball, Positionswechsel, zack, jawohl. Und immer so gucken, dass ihr den Ball anschaut, tick, tick und wieder. Werdet klein, werdet eng, werdet klein, werdet eng, klasse, Positionswechsel, tick, tick, eins, zwei, drei, klasse, gut gemacht. Hopp, und einmal habt ihr den größeren Abstand, tak, 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 okay, komm ab, weiter. Gut. Und der Ball muss euch gehören, ihr seid der Chef über dem Ball, ihr seid der Boss. Der Ball darf nicht verspringen, dann braucht er auch nicht so viel laufen. Gut, gut, denkt an Beidfüßigkeit. Okay.